Im Hof der Büßer sahst du einen Moment aus Iovaras Verhandlung. Taos beschuldigte sie der Ketzerei und befahl ihre Folterung. Sie aber legte kein Geständnis ab. Zumindest nicht so, wie es Taos beabsichtigte. So, Biografie. Gehen wir mal ganz unten. Kana, also Durin, das mit Durin zum Magran hatten wir schon. Kana fand die Tafel, musste aber feststellen, dass sie vor langer Zeit zerstört war. Das war in Ot-Nur. Hivaris traf Skeften, einen anderen Druiden, mit dem er die Helps, die Gestalt, gemeinsam hat. Jarias engagierte sich mit seinen vor langer Zeit erlittenen Wunden und darauf folgender Ächtung. Umgeben von den Seelen, die dir die Götter vermacht hatten, sprangst du in die Grube am Gipfel der Grabinsel und nach einem schier endlosen Stoß landest du lebendig im ewigen Gefängnis, vor dem dir die Delimgan erzählt hatten. Tja, willkommen in Brave Earman, würde ich mal sagen. Und wir sollten vorsichtig vorangehen. Und dafür, naja, okay, es liegen ein paar Knochen hier rum, aber die meisten sind komischerweise an den Wänden. So, Fallen. Das haben wir ja gerne. Hey. Hey. Statuen an den Flanken. In den Sprüngen und Spalten dieses skelettartigen Reliefs hat sich der Staub eines Jahrtausends angesammelt. Und hier drüben ist ein Gesicht zu sehen, okay. Ah ja, okay, das, da steht dasselbe. Hey. Seelen-Adra-Gefängnis habe ich entdeckt. Ach so, das war diese Steinsäule, die wir vorhin gesehen haben. Okay. Da ist ein Schatten. Let's go. Wow, ouch. Das heißt, es werden mal alle sichtbar und greifen den da an. Und den Geist, der da gerade kommt. Let's go. Gut, Spielmodus kann nicht im Kampf aktiviert werden, ist auch egal. Ich muss jetzt einmal vorsichtig erstmal die Säule angucken. Die Säule zupft an deiner Essenz. Ein Puls der Welt selbst bewegt sich durch sie. Let's go. Wow. Au. Let's go. Ich werde ruhig alle mithelfen. Let's go. So, du fehlst noch und dann ist alles gut. Gut. Hier wäre ein Ausgang. Ja, wir müssen halt wirklich alles penibel absuchen hier. Würde ich mal annehmen. Ich könnte jetzt hier durch den Ausgang raus. Oh. Ein Adranimat? Okay. Let's go. Let's go. Aktuelle Aktion von... Achso, der kommt nicht durch, okay. Das könnte es erklären. Und irgendwer knurrt hier böse. Also wir haben, sehen da hinten schon mal eine große Treppe. Also gucken wir doch mal hier kurz durch. Ob wir hier irgendwo langkommen. Überhaupt. Aber so wie das hier aussieht, kommen wir hier nur in einen weiteren großen Raum. Seelenwächtersäulen, okay. Und hier sind Animate. Okay, die böse Form von Animaten. Und ich habe jetzt eigentlich gar nicht drauf geachtet, ob die Zauber jetzt wieder auf pro Rast gesetzt wurden. Deswegen probiere ich das einfach mal aus und beballer den einen hier.
Weil Animate sind jetzt nicht so gefährlich eigentlich. Ach, was habe ich sie eigentlich gestellt, was die KI angeht? Achso, das könnte ich auch da gucken können. Defensiv? Klassenverhalten, genau. Aggressiv. Das ist bei erster Gelegenheit Flamme der Hingabe und ein geschworener Feind, wenn pro Ruhephase aktiviert ist. Ein eifriger Fokus wird standardmäßig automatisch aktiviert. Wird es deaktiviert, dann wird es zu Beginn des nächsten Kampfes wieder aktiviert. Ne, machen wir mal aggressiv. Das ist so bei den anderen eingespeichert. Vorsichtig. Aggressiv. Weil das sind ja Flammen der Hingabe, die kann sie ruhig verballern jetzt. Und eingeschworener Feind, den ja gut. I'll see what I can find. Das ist halt das Blöde, das eingeschworene Feind. Der uralte Hadra trägt noch immer die Abdrücke tausender Seelen, die auf ihm gebrochen wurden. Deine Seele brennt vor erinnertem Leiden. Okay. Dann gucken wir mal kurz, was wir hier finden. Also erstmal eine Falle, die wir entschärfen konnten. Ein Morgenstern und Stiefel mit Schleichangriffsbonus. Hätte die irgendjemand tragen können? Nein, jeder hat Stiefel eigentlich. Gut. Ich muss sagen, die Gesundheit ist bei allen voll, oder was? Sag bloß, das Ding hier heilt mich. Also auch meine Gesundheit. Das wäre dann richtig klasse. And what does the flame reveal? Kann ich mich nämlich immer mal kurz dahin zurückziehen. So, es gibt noch zwei Gänge hier. Schriftrolle der Flammenwand ist nicht unbedingt jetzt so nützlich. So, ich habe so mal das Gefühl, wir müssen eigentlich da lang, weil es da die Treppe nach unten ist. Ort indirekt. Seelen-Adra-Gefängnis. Noch ein Seelen-Adra-Gefängnis. Okay, Geister. Geister und Schatten sind jetzt nicht so schlimm. So. Genau, die haben wir ziemlich schnell erledigt. Let's go. Mhm. Nur Dorins hat ein bisschen jetzt was abgekriegt. Ah, das ist ja jetzt halb so wild. Wir wissen ja, wo wir uns heilen können. Und das ist tatsächlich noch so ein Adra-Gefängnis. Sure. Die Säule zupft an deiner Essenz. Ein Puls der Welt selbst bewegt sich durch sie. Genau, das ist genauso ein Gefängnis. Seelenwächtersäulen. Nochmal solche Wächtersäulen. Ja, genau. Zwei Adra-Gefängnisse und eine Wächtersäule. Noch eine Wächtersäule. Oh, eine Falle. Entschärft die mal, Hagrim. Finished. Das sind schon sehr viele Fallen, ey. Und das sind wieder viele Adra-Animate. Das war's, Lorenz, mach mal das hier. Und einfach mal das hier, weil das Ganze ja pro Begegnung eh einsetzen. Und tatsächlich, das ist nicht mehr. Die Zauber wurden nicht mehr auf pro. Wurden wirklich wieder von pro Begegnung auf pro Ruhephase gesetzt.
Ich kann wirklich nur noch einmal pro Begegnung den Zauber, einen Zauber wirken. Okay, das ist schon irgendwie fies. Wobei ich glaube, das hat das Spiel auch ein bisschen zu einfach gemacht, wenn ich einfach so bei jedem Kampf Alofs Geschosse spammen konnte. So, jetzt macht mal die Animaten weg. Sind ja nur noch Animaten zum Glück, die sich nicht heilen können. So, oh, Fenris hat's erwischt. So. Ich muss mir mal wirklich die Logs durchlesen. Gut, wir sind alle geheilt. Und das hier ist dann wohl der letzte Raum, bevor es hier rausgeht. Außergewöhnlicher Schuppenpanzer, ja, sehr schön. Noch ein Seenadra-Gefängnis, aber diesmal ohne Gegner.